Das ist das Startzeichen mit Futterräfer, der erst einmal hier für die Pacer Quick Dessert ist da. Fandango und Eleganza. Wie erwartet geht sie am Schluss des kleinen Feldes. So kommen die Pferde das erste Mal hinten über die Turfclub-Hecke. Keine Probleme. Sauber gesprungen, alle vier Pferde in ruhiger Fahrt. Bei Fudorev ist natürlich eine ruhige Fahrt. Ja, relativ mit seiner riesigen Aktion. Fudorev, Greek Desert. Und jetzt kommen die Pferde bereits in die Diagonale über die Hecke. Auch hier keine Probleme. Dann geht es hinauf über die Steinmauer. Dann kommen die Pferde vor die Tribünen und in die Diagonale. Auch hier sauber gesprungen. Schönes Bild hier. Jetzt kommen die Pferde dann im 76. großen Preis des Kantons Aargau vor die Tribünen. Unter dem Diktat, dem Tempodiktat von Fudorev, der tschechische Gast, Greek Desert, Fandango und Eleganza. In bekannter, eleganter Manier. Und hier das Feld im 76. großen Preis des Kantons Aargau vor den Tribünen. Mit Fudorev, Greek Desert. Dann Fandango, der Reiter schaut zurück. Da hat irgendein Dialog stattgefunden. Nach hinten zu Julien Lemay mit Eleganza. Die Pferde nun über die Beach, nennen wir sie mal so. Dann geht es auf linke Hand. Einmal ganz herum. Auf linke Hand und noch einmal. Dann hier vor die Tribünen. Den Einlaufsprung. Unten, der jetzt kommt. Dann den Tribünensprung. Gut gemacht. Auch Eleganza springt sehr gut hinten. Und so kommen die Pferde erneut in jetzt etwas besserer Fahrt. Von Fudorev angeführt das Feld erneut vor den Tribünen. Mit dem Tribünensprung. Oh, hier springt Eleganza nur, was sie muss. Keinen Zentimeter mehr. Vorne Fudorev. Greek Desert. Fandango geht gut. Ruhig in Lauerposition gehalten. Und Eleganza dahinter. Die Gegenseite. Auch hier. Gut gesprungen. Jetzt erneut in die Diagonale mit der Steinmauer. Drüber hat es eine Hecke. Dann hinunter über die größere Hecke. Fudorev, Greek Desert, Fandango und Eleganza. Alles noch beisammen. Alle sind sie da. Fudorev hat erneut die Pace. Es geht jetzt hier ganz herum und dann in Richtung Tribüne über den Englischen und erneut vor die Tribünen über den Tribünensprung. Dann geht es bereits auf die letzte Linie. Und das Tempo wird jetzt deutlich besser. Der Druck von Greek Desert jetzt gegen Fudorev. Dann Fandango zur Stelle. Da hat die Reiter noch gar nichts gemacht. Und hier erneut. Sauber gemacht, alle vier. Und alle gehen noch gut hier. Fandango in Lauerposition an dritter Stelle. Vorne geht Fudorev. Und schauen Sie diese Riesenaktion des Schimmels. Mit gespitzten Ohren geht er hier auf den nächsten Sprung. Hinten Greek Desert. Die müssen sich jetzt auch was einfallen lassen. Das werden sie auch. Greek Desert bläst nun außen herum zum Angriff. Greek Desert auf Fandango wird schnell gemacht. Aber dann kommt Eleganza. Oh. Ja, das war hier fast ein Linienproblem noch, aber gut gerettet. Und jetzt ist Greek Desert an der Spitze. Resolut.
hat das Pferd die Spitze übernommen. Der tschechische Gast, Greek Desert, Fudorev, Eleganza und Fandango. Im Moment hat er eine Lücke nach vorne. Vorne ist es Greek Desert im letzten Bogen über das letzte Hindernis. Und da kommt Eleganza. Da kommt Eleganza angeflogen außen herum. Und die hat Flachklasse. Da freuen wir uns auf diesen Finish hier mit Greek Desert und Fudorev. Und da ist Eleganza. Und es ist Fudorev. Fudorev kommt außen gegen Greek Desert und es ist Fudorev. Fudorev gegen Greek Desert. Fudorev gewinnt. Fudorev gewinnt gegen Greek Desert. Fandango und Eleganza. Was für ein klasse Rennen. Und was für ein Ritt von Ivan Kerchi mit Fudorev. Ja, der Einlauf, der provisorische Einlaufsieger, die 6 Fudorev, zweiter die 4 Greek Desert, dritter die 1 Fandango und vierter die 3 Eleganza. Ja, da freuen sich. Diese Siegerehrung könnten wir auf Romanisch machen.